Auch wenn es eigentlich schon längst illegal ist, werden in Peru noch immer zahlreiche Tiere in Zirkusshows misshandelt. Auf diesen Bildern sieht man den armen Mufasa, der bereits seit 20 Jahren angekettet in einem Truck verharren musste. Die bekannte Tierschutzorganisation Animal Defenders International ist genau auf der Suche nach solchen grauenvollen Verstößen und kann auch immer wieder Erfolge verzeichnen und Tiere befreien. Nach einer Befreiungsaktion, an der auch die lokale Polizei beteiligt war, konnte der Löwe endlich von den Ketten gelöst werden. Doch sein Zustand war nicht so, wie sich die Tierschützer erhofft hatten. Er wurde in ein abgelegenes Gelände gebracht, wo er die letzten Monate seines Lebens in seiner natürlichen Umgebung verbringen konnte. Er starb schneller als gedacht, doch durch die Helfer wenigstens an einem würdigen Ort.